Können die Piraten noch mal Flagge zeigen? So richtig. Politikexperten sind sich sicher, wenn die Partei bei der kommenden Europawahl nicht deutlich punkten kann, dann wird sie auf kurz oder lang die Segel streichen können. Schon an diesem Wochenende steht eine wichtige Entscheidung an. Es geht um die Spitzenleute zur Wahl. Nach Ermüdungserscheinungen und Mitgliederschwund geben sich die Piraten alle Mühe, politisch wieder Fahrt aufzunehmen. Als relevante Kraft wollen sie im Mai den Sprung ins Europaparlament schaffen. Dafür muss am Wochenende eine Kandidatenliste und ein Europaprogramm her. Die Berliner Piraten sind bereits auf dem Weg ins Ruhrgebiet. Wir hören ja nicht einfach auf, wenn einmal eine Schlacht verloren gegangen ist. Da heißt es immer wieder aufstehen, Krönchen wieder gerade rücken und weitergehen. Und genau das machen wir jetzt. Das ist auch bitter nötig. Im Infratest Berlin-Trend vom Dezember landen die Piraten unter Sonstige mit nur noch 3%. Bundesweit sehen andere Institute die Partei im sachten Aufwind. Allerdings die vielen Krisen, die zu dem Absturz in den Umfragen geführt haben, die sind ja nicht gelöst. Also die Partei hat immer noch keinen Mechanismus gefunden, wie sie Entscheidungen treffen kann. Das wird man auf dem Parteitag wieder sehen, dass es sehr lange Debatten geben wird, dass nicht viel entschieden wird. Wird es doch, meint Fraktionschef Oliver Höfinghoff. Für ihn ist der Schock der Wahlniederlage mittlerweile verdaut. Wir haben uns ja auch ein bisschen in so ein paar Diskussionen verrannt gehabt. Wo soll es hingehen mit der Partei? Und soll es wirklich diese reine Internetpartei sein? Oder wollen wir vorn anstellen, die Piratenpartei ist die Partei ohne Grenzen? Wir wollen das Europa ohne Grenzen. Wir legen keinen Wert auf nationale Grenzen. Was man sagen kann, ist, dass die Partei sich jetzt schon konsolidiert, auch personell. Die Menschen, die aktiv arbeiten in der Partei, lernen sich immer besser kennen, kennen sich besser. Es gibt weniger Mitgliederwachstum, weniger Leute kommen dazu. Das bedeutet aber auch, dass wir schlagkräftiger zusammenarbeiten können. Mitgliederschwund macht natürlich auch Probleme, weiß der Parteienforscher. Einfach beispielsweise auch, weil die Piraten ein extremes Finanzproblem haben und mehr Mitglieder bedeuten mehr Einnahmen. Und das ist für die Partei, also gerade für die Piraten im Moment beispielsweise, sehr wichtig. Etwa 31.000 Mitglieder hat die Partei jetzt bundesweit. Berlin ist der drittstärkste Landesverband. Insgesamt gibt es einfach einen harten Kern. Es gibt einfach Leute, die sind seit 2009 oder länger schon dabei. Und die sind auch jetzt wieder dabei und die geben auch nicht auf. Von einer neuen Aufbruchstimmung müssen sie aber nicht nur sich selbst, sondern vor allem ihre Wähler überzeugen.